This is beautiful. Even when it isn't in my limits, make me stronger when I choose to fight against them no longer. Hallöchen, liebe Freunde da draußen, und seid mir natürlich wieder herzlich willkommen hier bei mir auf diesem Channel. Und diesmal habe ich wieder Rocket League am Start für euch. Diesmal aber ein klein wenig Information, wie ihr dieses schöne Fahrzeug hier bekommt. Dieses Sweetheart aus Twisted Metal aus dem Spiel, was es für die PS3 ja eigentlich gibt. Und ja, ich werde euch heute erklären, wie ihr dieses Fahrzeug bekommt und was ihr dafür halt quasi auch machen müsst. Und das ist ja dieser Eiswagen mit dieser fette Turbine und mit diesem coolen Clown obendrauf. Mit diesem Twisted Metal sozusagen. So, wir kommen jetzt einfach mal dazu. Dazu gehen wir erstmal hier rein in die Garage, denn es ist nämlich wichtig, dass ihr da jetzt aufmerksam zuhört, liebe Freunde da draußen und liebe Zuschauer. So, wir sind jetzt hier in der Garage angelangt und wir haben jetzt hier erstmal den Sweetheart, sag ich jetzt mal, Torge oder Tort, mein Englisch ist grauenvoll, also wie ihr den halt bekommt. So, folgendes. Ihr müsst allerdings jetzt erstmal, um dieses Fahrzeug zu bekommen, ne, müsst ihr mit den normalen Standard-Car-Fahrzeugen, die ihr hier so erhaltet, alle anderen Fahrzeuge freischalten. Das heißt, sprich, nicht die DLCs, sondern die Fahrzeuge, die hier in diesem Spiel vertreten sind. Ne? Zum Beispiel wie der Venom, der Devil, der Roadhog, Paladin, Ostern, den Mac, Hotshot, Backfire, Breakout und den Gizmo. Das ist ganz wichtig, dass ihr die alle freigeschaltet habt, beziehungsweise auch alle in eurer Garage befindet. Dann folgendes: müsst ihr mit jedem einzelnen Fahrzeug jeweils immer einen Sieg erringen, und dabei ist es scheißegal, ob ihr jetzt im Ranked oder halt im privaten Match gegen andere irgendwie diesen Sieg erringt. Das ist wurscht. Habt ihr das getan, mit jedem Fahrzeug einen Sieg errungen, wird dieses schöne Fahrzeug hier, diesen Eiswagen freigeschaltet, plus ihr kriegt eine Trophäe. Ja, aber jetzt kommt das große Aber: dieses Fahrzeug, liebe Freunde, ist nur auf der PS4 verfügbar und nicht auf der PC-Version oder auf der Xbox One. Finde ich ein bisschen schade, aber sei es drum, können wir nicht dran ändern. Ich hoffe, dass es vielleicht irgendwann mal umgesetzt wird, dass es auch für den PC verfügbar ist und für die One, da das Ganze ja im graue Zukunft sehr viel plattformübergreifend sein soll und da ja dann nachher quasi bei Rocket League keine Grenzen mehr gesetzt sind, wer wo was auf welche Plattform spielt Rocket League. Ja, das war es eigentlich auch schon im Grunde mit diesem Video. Wir gucken noch mal kurz rein hier in diesem Fahrzeug. Wir haben hier keine großen Modifikationen in diesem Fahrzeug, finde ich ein bisschen schade, außer die Farbe können wir hier ändern, aber na gut. Reifen können wir auch nicht ändern, und hier haben wir auch noch diesen schönen Booster, der hier so schön rausknallt. Finde ich sehr geil gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dieses Fahrzeug geht auch im Spiel richtig gut ab. Also der hat quasi das Geschehen von dem Mac und von diesem Batmobil, den es ja im DLC zu geben ist. Ne? Den hatte ich auch schon mal präsentiert. Da könnt ihr euch das Video auch reinschauen. So, ja, das war es auch im Grunde, liebe Freunde, von diesem kleinen Informationsvideo. Es ist nicht lange, es ist auch nicht groß, es ist auch nicht schwer, also es ist schnell gemacht. Und ich wünsche euch natürlich viel Spaß dabei. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob das bei euch funktioniert hat. Bei mir ging es ganz schnell, wo ich mit einem Kumpel einen Abend mal eine schöne Session gemacht habe. Wir haben einfach Ranked gespielt und dann hatte ich das Fahrzeug nachher irgendwann mal gehabt. Und wenn es euch gefallen hat, wenn es euch weitergeholfen hat, schreibt mir ruhig in die Kommentare, lasst mir auch ein Feedback da, mit einer Bewertung, mit einem Daumen nach oben oder auch ein Abo, damit ihr keine weiteren Videos hier bei mir auf diesem Channel verpassen werdet, und teilt auch das Video, damit auch andere diese Informationen bekommen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr bald wieder ein Teil des Sturms bei mir seid. Ich sage ciao, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.